Morning Talk heute mal von meinem Zimmer, von meinem Hotelzimmer. Es ist auch ein sehr kurzer Morning Talk, weil ich wollte eigentlich gar keinen machen heute. Sieht man es? Meine Haut schält sich. Ich hoffe, dass sie auch ein bisschen Sonne heute abgekommen, aber ich erkenne es nicht so richtig. Weil die Sonne war heute nicht so da. Ich war von, ich weiß gar nicht, morgens von um 10 Uhr bis um halb 12 war ich am Pool. Auf einmal ist die Sonne komplett, zack, war sie weg. Und dann war ich in so einem komischen Garten, in so einem botanischen Garten mit sehr vielen Bäumen, Pflanzen und so. Weil das Wetter einfach, es war nichts für den Pool. Es ist so kalt geworden. Ja. Dann war ich im Hotelzimmer irgendwann wieder um kurz vor 16:30 Uhr ungefähr war das. Und dann ist die Sonne wieder rausgekommen. Dachte ich mir, ja, schön. Blödes Arschloch. Aber da bin ich einfach, ich wollte da nicht mehr runter in den Pool gehen. Da bin ich rausgegangen auf den Balkon. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich was abgekriegt habe von der Sonne, weil ich saß eigentlich, ich glaube, eine Stunde oder eine halbe Stunde. Ich weiß es gerade echt nicht, wie lange es war, aber es war schon mehr als eine halbe Stunde. 40, 50 Minuten waren es bestimmt. Wo ich prall in der Sonne gesessen habe. Ich habe richtig gemerkt, wie hier der Schweiß gelaufen ist. Also, ja, also ich denke schon, dass ich da was abgekriegt habe, keine Ahnung. Ja, wie der Titel schon sagt, geht es um Hoffenheim, um nichts anderes. Deswegen ganz kurzer Morning Talk. Ich hatte die Idee, es gibt zum Beispiel bei Overwatch, ich zocke Overwatch für die Hoffenheim-Fans da draußen, die es nicht wissen, so. News-Videos, wo der eine Typ dann halt drüber redet, ach guck mal, es gibt einen neuen Helden, es gibt eine neue Karte und so bla bla bla. Der Transfermarkt macht ja bald auf und es sind schon viele Transfers getätigt worden bei Hoffenheim. Wir haben ja jetzt schon drei neue Spieler. Es gibt Gerüchte über 1000 neue Spieler und 1000 Spieler, die gehen. Ob das Leute interessiert, wenn ich darüber rede? Halt nicht hier in diesem Monitalk-Format, weil ich weiß, es gibt viele meiner Freunde, die auf Fußball überhaupt nicht interessiert. Deswegen dachte ich mir, ich mache dann ab morgen den Hoffe-Talk. Morgen, übermorgen, ich weiß, naja, übermorgen nicht. Am Donnerstag fliege ich nach Hause, da gibt es kein Video. Erst wieder am Freitag, Samstag, Sonntag, dann irgendwann. Also entweder gibt es morgen ein Video oder gar keins. Also ich denke, morgen kommt nochmal ein Video raus. Deswegen der Hoffe-Talk, wo ich einfach über die neuesten Gerüchte rede, die neuesten, was weiß ich, Stadion-Talk, dann halt die Vlogs im Stadion. Ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das euch überhaupt interessieren wird, ob ich so Videos mache. Ich werde trotzdem mal morgen ein Video raushauen, egal was die Kommentare jetzt bringen. Ob überhaupt hier jemand schreibt, ist genauso die Frage für mich. Weil normalerweise, wenn ich immer so ein Video mache, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir keiner in die Kommentare. Deswegen, ich kann es nicht. Ich kann es nur euch überlassen, wenn ihr schreibt oder nicht. Wie gesagt, geht das halt jetzt nur an die Hoffer-Fans, an die Fans oder an die, was kein Fußball interessiert, die sagt, ja, eh gleich, das interessiert mich nicht. Aber für die Hoffen-Fans hier draußen, müsste mich schon mal interessieren. Ja, das war es eigentlich auch schon. Nein, rein zufällig, ihr seht ja hier, ich habe das T-Shirt an mit Königsklasse, bla bla. Das kam noch rechtzeitig vom Urlaub, dann konnte ich es mitnehmen, das war geil, weil ich wollte mein Trikot mitnehmen, dachte ich mir, oh, nee. Ja, da war ich gerade auf dem Weg nach unten, mit dem Fahrstuhl. Auf einmal kommt ein Gladbach-Fan rein, hat ein Trikot angehabt, bla. Ja, auf einmal sagt er mir so, ah ja, ich habe Verwandtschaft in Hoffenheim, dachte ich mir, wie Verwandtschaft? Gut, vielleicht wohnen dort irgendwo in Sinsheim, Hoffenheim Leute von ihm. Ah ja. Auf einmal sagt er, ah ja, er ist der Patenonkel vom Passlack. Gut, gut. Und da habe ich mir so jetzt die Tage mal näher angeguckt und er hat schon sehr Ähnlichkeiten mit ihm. Also ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das. Also das hat dich total, hä? Das hat mich total geflasht. Genauso wie hier im Hotel Hoffenheim Fans sind. Ich bin abends mal mit dem T-Shirt essen gegangen. Auf einmal sprechen die mich an, ah ja, woher ich komme? Ah ja, die sind auch Hoffenheim Fans. Okay. So langsam vermehren sich die Hoffenheim Fans hier
in dieser Welt, merke ich. Okay, das war's. Ich muss den Gladbacher-Fan fragen, weil der Passack hat heute Geburtstag, also herzlichen Glückwunsch. Der wird 20. Ob er ihm schon gratuliert hat. Ich habe den heute noch nicht gesehen. Doch einmal ganz kurz am Pool, aber da war der auf der Seite und ich auf der anderen Seite, deswegen da wollte ich mich nicht bewegen. Ja. Okay, Dankeschön. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob euch das interessiert, was ich da machen will, den Hoffetalk. Ja. Tschüss.